Die römisch-katholische Kirche zählt weltweit 1,3 Milliarden Anhänger und ist in der Schweiz die grösste Glaubensgemeinschaft. Somit prägt sie mit ihren Werten unsere Gesellschaft. Zum Beispiel die Gleichberechtigung ist in der römisch-katholischen Kirche neu erreicht und im Jahr 2020 können Frauen nicht ordiniert werden oder auch nicht zum Beispiel Priesterin werden. Genau um solche Themen geht es in unserer dreiteiligen Serie, wo wir Kirchen mit zeitgenössischen Fragen konfrontieren. Heute geht es eben um die Stellung der Frau. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten. Ich bin jetzt im Ökumenischen Zentrum zu Bieterle mit dem Priester Stefan Schmidt. Stefan Schmidt, welche Stellung haben die Frauen bei euch hier zu Bieterle? Meine rechte Hand ist eine Frau hier. Sie hat die Ausbildung zur Katechetin gemacht und auch zur Katechetin für Religionsunterricht mit behinderten Kindern. Sie ist verantwortlich für bestimmte Gebiete, eigenverantwortlich und hat auch sehr gute Beziehungen zu den Leuten, kennt sehr viele und Beziehungen ist eigentlich das A und das O. Also sie ist da ganz, ganz wichtig. Das ist euch auch wichtig, dass man hier die Posten verteilt, die Rollenverteilung hat und vielleicht auch ein bisschen Gleichstellung hat, aber in römisch-katholischen Kirche ist halt keine Gleichstellung im Moment möglich. Ist es für euch auch schwierig zu vertreten oder zu verstehen? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das ist nicht nur für mich schwierig. Ich denke, das ist auch für Priester in der Leitung schwierig, also für unsere Bischöfe zum Beispiel. Es ist weltweit in der Diskussion, aber das wird keine Lösung geben innerhalb von kurzer Zeit. Kirche ist 2000 Jahre alt und auch die anderen Kirchen, die reformierte, die christkatholische oder die anglikanische Kirche, haben hunderte von Jahren gebraucht, bis es erste Frauen gegeben hat, die ordiniert worden sind. Merci Stefan Schmidt. Wir verlassen jetzt kurz das ökumenische Zentrum von Bieterle und schauen bei anderen Kirchen, wie sie mit dieser Frage umgehen und ob es dort möglich ist, dass zum Beispiel eine Frau auch Pfarrerin kann sein. Ils arrivent vers une montagne. Et puis le parchemin, il disait qu'il faut traverser la montagne. Iris Bullinger ist Pfarrerin ihrer evangelisch-methodistischen Kirche St. Immer. Für sie ist es unvorstellbar, in einer Kirchengemeinde zu sein, wo Frauen nicht die gleichen Funktionen dürfen ausführen wie Männer. Ihre Kirche hat 40 Millionen Anhänger weltweit. Davon leben fast 10'000 in der Schweiz. Seit der Entstehung 1771 dürfen Frauen in dieser Kirche predigen. Eine Einstellung, die einen krassen Kontrast mit ihrem Arbeitsmittel der Bibel darstellt. Es ist ganz klar, dass der Text vom Mann geschrieben ist und dass die Frau nichts wert ist. Also, da bin ich jetzt ganz hart, aber es ist wirklich so. Und eigentlich Gott das nicht hat wollen. Aber, und darum sage ich auch, der Heilige Geist ist für das da, dass wir dahinter schauen können und die Kraft von dem Evangelium, das eigentlich da ist für alle, ist ganz stark. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht, denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinten hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. In dieser Passage erfahrt Hagar, Dienerin von Sarah, die Frau von Abraham, von Gott, dass sie schwanger ist. Ist Hagar, wo Gott sieht, Gott redet mit ihr und sie redet mit Gott. Und das ist eine Frau, eine Ausländerin, eine Frau. Und Gott redet mit ihr, sie ist da und von dem redet man nicht. Man tut immer alles, was die Frau wirklich aufhebt oder was sie rausholt, tut man vergessen. Das hat man abgestrichen, weil Kultur ist einfach Patriarchat und Misogyn. Für die Theologin Lucia Sutter-Ehmann vom Arbeitskreis für Zeitfragen von reformierten Kirche Biel ist es die aktuelle Forschung, die dazu führt, dass die patriarchale Betrachtung der Texte infrage gestellt wird. Dann ist es schon so, dass es Jüngerinnen gegeben um Jesus, ganz klar. Es hat Apostelinnen gegeben. Und das ist über hunderte von Jahren dann verschwiegen worden. Also die Apostelin Junia ist so ein Fall im Römerbrief. Die ist lang übersetzt worden als Apostel.
auf Deutsch, weil es es einfach nicht hätte dürfen gehen. Die Entdeckung ist jetzt 10 Jahre her und alle neuen deutschen Übersetzungen von diesem Brief sind jetzt angepasst. Es kommt darauf an, wer sucht. Oder? Das ist wieder die Frage, gibt es Frauen, die forschen, die Ausbildung haben und die Fragestellungen haben. Und dann geht es vorwärts. Mhm. Zurück zu Bieterle mit dem Stefan Schmidt. Herr Schmidt, heutzutage stellt man ja andere Fragen an die Bibel, Theologie geht man ganz anders an. Wie beeinflusst das die Stellung der Frau in ihrer Kirche? Das hat einen Einfluss und den hat es schon. Also das heißt, wir sehen, dass zum Beispiel Frauen inzwischen hier bei uns im Bistum zum Beispiel Leitungsfunktionen innehaben. Das heißt, sie leiten Pfarreien, sie leiten Gemeinden. Also sie können nicht Priester werden, das ist klar, die Frauen, aber teilweise können sie Sakramente spenden. Wenn zum Beispiel eine Frau eine Gemeindeleiterin ist oder Leiterin von einem Pastoralraum, bekommt sie die Tauferlaubnis für diesen Pastoralraum, für den ganzen Raum. Bei Hochzeiten ist das etwas schwieriger. Dort braucht sie für jede einzelne Trauungsassistenz eine Erlaubnis vom Bischof, die sie aber in der Regel auch bekommt. Das heißt, man sieht, es ist auch möglich, für eine Frau Verantwortung übernehmen und in die leitenden Funktionen hineinzukommen. Also ich glaube, die katholische Kirche in der Schweiz würde gar nicht mehr existieren ohne die Verantwortung der Frau bei uns in der Gemeinde. Wieso? Weil es ohne die gar nicht geht. Außerdem haben die eine spezifische Kompetenz als Frau, die anders ist als die. Die sehen auch die Realität, die Wirklichkeit anders als mein Mann und das ist unverzichtbar, das brauchen wir. Merci, Herr Schmidt. Das war es von unserer ersten Episode dieser Serie. Morgen geht es weiter mit der Frage vom Platz der Homosexuellen oder der Ehe für alle und wie sich die Kirche dazu positionieren. Einen schönen Abend miteinander.